Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute habe ich was Besonderes für euch und zwar endlich das Review zu der Cheyenne Sol Nova Unlimited. Die ich jetzt seit knapp 2,5 Monaten benutze. Und viele von euch haben jetzt einfach nachgefragt, was ich so davon halte, ob ich wirklich ausschließlich jetzt mit der Maschine arbeite oder immer noch switche. Deswegen habe ich mir jetzt heute einfach mal die Zeit genommen und will euch ein bisschen über die letzten 2,5 Monate erzählen, was ich von der Maschine halte, was da so meine Erfahrungen sind, Thema Akku und damit starten wir jetzt. Okay, also Punkt 1, wo ich extrem happy drüber war, da muss ich aber auch sagen, dass ich für sowas ein kleines Faible habe, war einfach schon mal die Verpackung. Also ich habe sie bei Killer Ink bestellt, das ist so mein Shop des Vertrauens. Und als sie ankam, war das Ganze erstmal in dieser schwarzen Pappverpackung, was erstmal ganz normal aussah. Und dann kam diese Hartschaumstoffverpackung und da habe ich mich schon extrem gefreut, weil die extrem hochwertig wirkt und halt auch einfach perfekt geeignet ist für Tätowierer und Künstler, die vielleicht häufiger unterwegs sind, viele Guest-Spots machen und ihr ganzes Tattoo-Zeug einfach möglichst komprimiert und sicher verpackt haben müssen. Dafür ist diese Verpackung, würde ich sagen, ideal, weil sie auch von innen komplett ausgepolstert ist mit Schaumstoff. Sieht alles sehr, sehr hochwertig aus, auch eine sehr, sehr angenehme Haptik. Alles sehr sicher und macht, wie gesagt, einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Als nächstes gucken wir uns jetzt einfach einmal an, was alles dabei ist. Und zwar haben wir einmal natürlich die Sol Nova Unlimited, die Maschine selber. Einmal die Ladestation für die beiden mitgelieferten Akkus. Dann haben wir hier an der Seite eine kleine Box, wo dann der Ersatzakku drin ist. Der zweite Akku ist schon direkt in der Maschine drin. Bei den Akkus ist das Besondere, was ich sehr, sehr cool finde, dass man die eigentlich in jedem Land in einem gängigen Elektrofachhandel nachkaufen kann. Das heißt, solltet ihr damit mal im Handgepäck reisen, um in einem anderen Land einen Guestspot zu machen und ihr dürft diese Akkus nicht mit ins Flugzeug nehmen, dann ist es im Grunde kein Problem, weil ihr euch in dem nächsten Land eigentlich in jedem gut sortierten Elektrofachhandel einfach einen neuen Akku holen könnt für nicht viel Geld. Finde ich also sehr cool, sehr gut mitgedacht von Cheyenne. Dann haben wir zu guter Letzt noch das Kabel. Das Einzige, was nicht mitgeliefert ist, ich hoffe, das war jetzt nicht nur in meinem Fall so, war ein Adapter für die Steckdose, um dieses Kabel dann anzuschließen. Da habe ich jetzt einfach einen iPhone-Adapter genommen. Davon haben wir, glaube ich, alle mehr als genug zu Hause rumliegen und das funktioniert perfekt. Also das ist auf jeden Fall alles dabei. Das heißt, sobald ihr das bestellt habt, da müsst ihr nichts mehr dazu ordern, habt da eigentlich alles, um sofort zu starten. Außer natürlich Nadeln. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier vorne haben wir nochmal den Cheyenne-Schriftzug drauf. Der ist so eingeprägt, sieht auch sehr hochwertig aus. Genau, dazu kommt dann natürlich eine sehr, sehr ausführliche Gebrauchsanweisung. Und was bei der Maschine ganz neu ist, das zeige ich euch gleich nochmal, ist dadurch, dass wir natürlich kein Netzteil mehr haben, weil das Ganze ja komplett akkubetrieben ist, um die Stichfrequenz einzustellen, haben wir kein Netzteil mehr mit Knöpfen, sondern das Ganze machen wir über Neigung der Maschine. Dann gucken wir uns die Maschine mal an. Ich habe vorher den Cheyenne Pen benutzt und davor die Hawk Thunder, womit ich auch schon super zufrieden war. Mit der Hawk Thunder habe ich übrigens angefangen zu tätowieren, also das war meine allererste Maschine. Damit bin ich so gut klargekommen, dann danach auch mit dem Pen, dass für mich klar war, dass ich eigentlich bei Cheyenne bleiben möchte. Dann kamen irgendwann ja Gerüchte auf, dass da die erste Maschine kommt mit Akku und ohne Kabel. Das war für mich dann so, okay, alles klar, die muss es sein. Und letztes Jahr in London auf der Tattoo Convention habe ich mich dann mit einer netten Mitarbeiterin aus dem Cheyenne-Team unterhalten, die mir dann auch wirklich final bestätigt hat, dass die Maschine kommt. Und dann war halt klar, dass ich auf jeden Fall warten werde und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch die liegt super, super angenehm in der Hand, fühlt sich super wertig an, ist relativ schwer, ist aber ja logisch, wir haben ja einen Akku mit drin. Das heißt, die Maschine ersetzt halt gleichzeitig auch noch das Netzteil. Und wenn man sich das vorstellt, finde ich, ist es halt vom Gewicht vollkommen in Ordnung. Wir haben in der ganzen Maschine nur noch einen einzigen Knopf, über den wir quasi jede Funktion steuern. Also wir schalten die Maschine an, schalten sie in Pause und können eben auch die Geschwindigkeit der Stichfrequenz verändern, über gedrückt halten und dann eben über Neigung. Dann haben wir hier hinten ist dann die Verschlusskappe für den Akku. Hier haben wir dann den Akku drin, das heißt auch bei einer Tattoo-Session, das Wechseln von einem Akku ist wirklich eine Sache von 20 Sekunden. Also ich habe ja sehr, sehr häufig sehr lange Sitzungen. Da kommt es dann natürlich mal vor, dass so ein Akku irgendwann leer ist. Da ist für mich dann halt das Wechseln super, super easy und super schnell. Also manchmal kriegt der Kunde das gar nicht so richtig mit. Da ist natürlich dann auch der Vorteil, dass wir zwei Akkus haben. Das heißt, der eine Akku kann in der Zeit, wo ich den zweiten benutze, immer laden. Hier ist auch sehr schlau gelöst.
dass eine Akkulaufzeit, glaube ich, wurde mir von Cheyenne gesagt, hält ungefähr 5 Stunden. Ich persönlich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass es mehr ist. Also vielleicht hängt das auch noch mal ein bisschen von der Stichfrequenz ab, auf der ich arbeite. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es sind mehr als 5 Stunden. Und einen Akku zu laden dauert circa 3 Stunden. Das heißt, ne, perfekter Rhythmus, um niemals irgendwie einen leeren Akku zu haben und nicht weiterarbeiten zu können. Vorne haben wir dann ganz normal wieder die Öffnung für die Module. Da passt soweit auch eigentlich alles Gängige. Also ich arbeite überwiegend mit Cheyenne und Quadronadeln. Und hier können wir natürlich wieder den Hub verändern und eben auch andere Griffstücke einsetzen, wenn wir wollen, wie bei den alten Maschinen auch. Also alles eigentlich wie gehabt. Deswegen war das jetzt für mich nichts großartig Neues. So viel auf jeden Fall zur Maschine selber. Achso, und sie läuft super ruhig natürlich. Also kein Vergleich zu meinem Pen. Viel, viel leiser von den Laufgeräuschen. Sehr, sehr gleichmäßig. Also das hört man und man merkt es beim Arbeiten, dass sie sehr, sehr gleichmäßig läuft. Selbst die Kunden sind immer wieder erstaunt darüber, wie leise mittlerweile so eine Tattoo-Maschine ist. Und das macht es natürlich gerade bei so langen Sitzungen sehr, sehr angenehm. Und ja. Okay. Ganz kurz, wollen wir immer auf Kit drücken, nicht, dass es bis zu den Startbildschirm wieder kommt. Ja. Irgendwas wollte ich sagen. Ja, mach noch einmal hoch und runter einfach. Ja. Nehmen wir jetzt wieder hoch. Ja. Kannst du mir einmal mal eine Kurve geben. Rede ich so schnell eigentlich? Nee, ich überlege mich mal, ich hatte irgendwas, was du nicht vergessen darfst. Okay. 5 Stunden lang. Du bist nicht die Sportler. Sag das mal. Nicht, dass das der Fall ist. Sag nur, fühlt sich super hochwertig an, nicht, dass am Ende Arsch drin wird, weißt du? Mhm. Weißt du auch, was geil wird? Dieses. Okay, das war jetzt alles wirklich sehr technisch und wahrscheinlich auch Infos, die ihr wahrscheinlich vielleicht schon mal irgendwo mitbekommen habt in irgendwelchen anderen Cheyenne-Videos. Ich bin übrigens nicht gesponsert. Also ich mache das hier wirklich nur auf eure Anfrage, weil wie gesagt viele gefragt haben, was ich von der Maschine halte, weil ich halt persönlich einfach wirklich überzeugt bin von dem Produkt. Erzähle euch gerne die positiven Dinge, die mir dort gefallen, aber ist leider nicht von Cheyenne unterstützt hier. Also, ne? Ja, also jetzt genug hier mit Technik und Nerdgelaber. Was halte ich jetzt persönlich von dem Arbeiten mit der Maschine? Also wie gesagt, ich habe vorher logischerweise ausschließlich mit Maschinen mit Kabelanschluss gearbeitet. Dadurch, dass ich sehr oft halt auch sehr großflächige Tattoos steche, zum Beispiel jetzt mal irgendein Riesenmotiv auf der Hüfte, was sich dann wirklich über eine relativ große Fläche erstreckt, habe ich es natürlich schon tausendmal gehabt, dass das Kabel irgendwo hängen geblieben ist. Also sei es an meinem Arbeitsplatz irgendwo an einem Tuch hängen geblieben oder an meinem Ellbogen oder am Hocker, wie auch immer. Also ich denke, jeder Tätowierer, der das jetzt hier sieht, kann es wahrscheinlich bestätigen, dass das Kabel halt definitiv mal irgendwo hängen bleibt. Das ist jetzt nichts, was den Arbeitsalltag erschwert, aber wenn es nicht mehr da ist, macht es den Arbeitsalltag auf jeden Fall schöner. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt und das kann ich zu 100% unterschreiben. Also am Anfang habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich aufgepasst habe, dass ich das Kabel nicht irgendwie mitziehe und ich habe mich, und das passiert mir immer noch, nach 2,5 Monaten täglichem Arbeiten damit, dass ich immer mal wieder zum Netzteil greifen will, um irgendwie auf Pause zu machen. Also das ist immer noch nicht ganz raus. Und genau, da sind wir auch direkt beim nächsten Thema. Ich benutze jeden Tag. Also ich arbeite aktuell mit keiner anderen Maschine mehr, weil es auch einfach für mich der perfekte Allrounder ist. Also ich kann damit super feine Arbeiten ausüben, also feines Lining und sowas. Genauso wie großflächige Schattierungen, weiche Schattierungen. Also ich komme damit super zurecht. Auch Flächen füllen funktioniert für mich perfekt damit. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nur Black and Gray arbeite. Wie es jetzt sich mit Farben verhält, kann ich da jetzt nicht beurteilen. Ja, aber das Arbeiten damit macht wirklich Spaß. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten. Man ist wesentlich freier. Man muss nicht mehr darauf achten, aus welchem oder in welchem Winkel man sich jetzt irgendwie zum Kunden verhält, sodass das Kabel irgendwo drauf liegt oder hängen bleibt. Es macht einfach deutlich mehr Spaß. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Punkt am Rande, weil es wahrscheinlich für viele, gerade vielleicht für viele, die noch am Anfang stehen, ein bisschen abschreckender Punkt ist, dass die Maschine, glaube ich, aktuell 1.140 € bei Cheyenne kostet, soweit ich weiß. Ja, ist auf jeden Fall erstmal eine Hausnummer, aber wenn man sich halt überlegt, dass der Preis am Ende ja trotzdem beide Geräte, die man eigentlich braucht, abdeckt, also die Maschine und das Netzteil zur Stromversorgung, dann ist es halt schon wieder komplett gerechtfertigt, weil ich glaube, wenn man sich den Solnova Pen holt, also den direkten Vorgänger, plus das passende Netzteil von Cheyenne, dann landen wir, glaube ich, mindestens beim selben Preis. Und dann hat man halt am Ende immer noch 2 Geräte. Bedeutet, am Ende könnt ihr auch einfach das holen und habt das Neueste vom Neuen, kabellos und extrem viel Spaß bei der Arbeit, würde ich sagen. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gebt mir gerne mal ein Feedback, wenn ihr selber Tätowierer seid und sie auch nutzt, was ihr davon haltet. Oder gerne auch mal ein Feedback, ob ihr andere Maschinen benutzt und wenn ja, welche und dann warum. Würde mich auch mal interessieren, weil ich natürlich auch noch nicht alles probiert habe. Ansonsten, wie gesagt, absolut empfehlenswert. Wahrscheinlich eine der besten Anschaffungen dieses Jahr. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Bock habt auf Produktinformationen und vielleicht vor allem über die Produkte, die ich benutze im Tattoo-Bereich, dann könnt ihr das gerne auch mal drunter schreiben. Dann weiß ich so ein bisschen, wo die Reise vielleicht noch mehr hingehen sollte. Dann danke auf jeden Fall fürs Zugucken und vielleicht viel Spaß mit der neuen Cheyenne. Macht's gut, ciao.